Hallo ihr Lieben, da ist die Claudia. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir machen heute mit euch einen schnellen Blätterteig. Ihr könnt es denn dann für ganz, ganz viele Dinge verwenden, wo ihr halt einfach auch gekauften Blätterteig verwenden würdet. Ihr könnt es für Quiche benutzen, ihr könnt es für Cremeschnitten benutzen, ihr könnt es Blätterteig-Stangerl draus machen, mit Käse bestreut oder mit Zimtzucker bestreut. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was wichtig ist beim Blätterteig jetzt da, ist, dass ihr die Menge an Butter, die ihr benötigt, dass ihr die in Würfel schneidet und tiefkühlt, damit es wirklich schön kalt ist. Und das Wasser, ich habe da 90 Gramm Wasser und 200 Gramm Butter eben, das ist gleich wisst ihr, und 200 Gramm Mehl. Und das kalte Wasser, also das Wasser, die 90 Gramm, kehren auch gekühlt. Also stürzt es auch lieber kurz 5 Minuten ins Gefrierfach, dass es wirklich schön kalt ist. Genau, das war es eigentlich auch schon, was ihr benötigt. Und ein bisschen eine Prise Salz eben noch. Genau, das Rezept findet ihr eben auch auf Cookidoo, Blätterteig schnell. Und es ist ein österreichisches Rezept, also müsst ihr bitte in Deutschland müsst einfach den Filter anklicken und auf Österreich erweitern. So, dann kommt es sofort. Genau, wir starten und zwar brauchen wir eben diese 200 Gramm Butter in kleinen Stücken, 1 bis 2 cm gefroren. Die ist jetzt wirklich gefroren. Kommen da rein. Dann gleich weitermachen, 200 Gramm Mehl, nehmt glattes Mehl bitte, ist auch wichtig für den Blätterteig. So, dann eben die 90 Gramm kaltes Wasser, da reichen ihm wirklich ein paar Minuten im Gefrierfach. Und dann noch eine Prise, einen halben Teelöffel Salz. So. Das Ganze wird jetzt kurz auf Stufe 6 miteinander vermischt. Genau, den Teig tun wir uns jetzt da eben außer. Gleich auf ein bisschen eine bemehlte Arbeitsfläche. Aber nicht zu viel Mehl, weil er soll jetzt nicht mehr dicker oder fester werden in dem Sinn. Da hat sich das nur da gleich immer da so eine Teigmatte eben hergelegt jetzt so. Ganz praktisch also. So, den Teig rausholen, da braucht sie ein bisschen den Spatel. So, dass die Butter eben jetzt auch nicht zu warm wird. Sollte man da jetzt auch gar nicht mehr zu viel herumtun. Einfach raus. Krümeliger Teig steht. Also meiner ist nicht krümelig, er wird nie krümelig. Also ich glaube, das ist einfach, weiß nicht, vielleicht wird das bei euch. Er hat so auf jeden Fall schon mal von Haus aus die Konsistenz vom Blätterteig. Liegt aber einfach am Buttergehalt, glaube ich. Weil es ist nicht viel drinnen im Blätterteig, es ist wie Butter und Mehl. Also, und da geht es eben um das kalte Verarbeiten quasi. So. Wir machen uns da einfach dabei rein. So. Teigplatte in eine Frischhaltefolie und das Ganze eben, ich tue mir das jetzt in so eine Schüssel. In einem Teller einfach einer, einfach nur mal so ein bisschen so zusammenkleben, klatschen, aber nicht zu viel. Und ich tue mir den jetzt statt 20 Minuten in den Kühlschrank, tue mir ihn einfach für 5 Minuten ins Gefrierfach rein. Und dann kann man gleich weiter verarbeiten. So, ihr Lieben, da ist jetzt unser Gefrorener. Also er darf bitte auch nicht zu sehr gefroren sein. Gell? Also jetzt nicht da eine halbe Stunde einfrieren, weil zu fest soll er auch nicht sein. Es soll nur kalt sein. Das heißt, ich habe den jetzt 5 Minuten eben im Gefrierfach gehabt. Ich tue mir da jetzt meine Arbeitsfläche nur mal ein bisschen mehr bemehlen, nur in der Mitte. So. Und ich mache das jetzt ein bisschen anders wie im Rezept. Ich meine, im Prinzip nicht viel anders. Um eine Spur, weil da geht es eben jetzt, wir machen jetzt aus dem Ganzen ein langes Rechteck. Das bleibt gleich, also das ist nichts anderes bei uns.
circa 20 mal 60, sagt er da. Das ist jetzt mir da eher circa, gell? Also dürft ihr ruhig ausbeugeln. So zu einem langen. Und es soll eher länger sein als breit. Das heißt, lieber ein bisschen in die Länge, so gut es geht. Natürlich schon auch dann gleich breit, aber so. So, dann seht ihr, dass er da noch ein bisschen weicher ist. Da müsst ihr immer wieder ein bisschen Mehl drauf da, dass er euch nirgends anklebt. So, und wenn ihr das jetzt habt, dann dreht ihr euch mal so her, weil diese Schichten im Blätterteig, die machen, kreieren wir jetzt quasi, oder wir versuchen es, na schau, machen wir, dann ein bisschen Mehl drauf, einfach indem wir hergehen und den einmal von oben einklappen, dann einmal von unten einklappen und dann das Ganze nochmal zusammenklappen. Das heißt, jetzt haben wir da Schichten. Jetzt da wir das Ganze, da noch relativ kühl ist, können wir gleich nochmal machen, aber dann müssen wir nochmal ein bisschen einkühlen, bevor wir weiter tun, weil sonst wird er uns zu weich. Er ist eher geschmeidig, darf er sein, aber er soll ihm nicht zu warm werden, weil die Butter muss eben nachher noch was da. Also die Butter muss später dann geht es eigentlich bei der Butter darum, dass die irgendwie durch diese kalten, im normalen Blätterteig sind so kalte Butterstücke drinnen, die dann quasi verdampfen beim Backen. Und dadurch, durch diesen Wasserdampf, werden die Blätter quasi, wie man beim Blätterteig hier hat, diese Schichten, wird das in die Luft gedrückt. Und so entsteht das quasi, diese Schicht. Aber wir haben direkt nicht so Butterziegel, nehmen wir nicht. Und darum müssen wir das mit den Schichten schön machen, dass schön kalt verarbeitet wird. So, damit eben die Butter dann auch noch was tut. Also es ist dann, die muss kalt sein. Die muss noch etwas verdampfen und wenn sie kühl ist, na, der lässt es jetzt nur schön, das heißt, wir können das Ganze jetzt, dreht es immer ein bisschen, damit immer der Falz auch in eine andere Richtung zeigt, der geschlossene und der offene, dass es einfach ein bisschen dreht, weil nachher natürlich in sämtliche Richtungen quasi werden diese Schichten gemacht. Also ihr müsst immer ein bisschen falten und drehen, falten und drehen, falten und fertig. Also wir machen das Ganze dreimal. Das ist immer schneller Blätterteig, darum ist er ein bisschen anders, als wie viele Sachen, die man so hört und sieht, wo es dann immer wieder Butter zwischen reinlegen und die dann wieder einarbeiten und das dann wir eben nicht. So, wieder so, so. Und so, das Ganze haben wir jetzt dreimal gemacht. Ich tue mir den jetzt wieder abdecken. Ich tue ihn jetzt auch nicht mehr zu einer Kugel formen. Lasse ihn jetzt so, lege ihn wieder da zurück in meine Schüssel. Und tue ihn nochmal für 5 Minuten einfrieren und dann können wir ihn weiterverarbeiten. Beziehungsweise sind wir dann eigentlich fürs Vorbereiten, weil Kinder sind ja vorbereiten und dann einfrieren oder so, sind wir dann eigentlich fertig. So, nach weiteren 5 Minuten im Gefrierfach ist er eben wieder schön kühl, unser Blätterteig. Wir lenken uns wieder zurück auf die bemehlte Arbeitsfläche und wir dann, ich tue ihn jetzt einmal umdrehen, dass er auf beide Seiten schön bemehlt ist. Wir können den jetzt, so wie er ist, weiterverarbeiten. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt in zum Beispiel 5 mm auf 5 mm ausrollen. Oder, ja, schon 5 mm, also er sollte schon eher dünner sein, der Blätterteig, so wie diese Blätterteigplatten, die es immer im Geschäft zum Kaufen gibt. Und jetzt haben wir eben
durch dieses Falten immer wieder mit dem kalten, im kalten Zustand eben, mit den kalten Zutaten, haben wir eben diese Schichten quasi im Teig produziert. Oder, ja, produziert ist das falsche Wort, hervorgerufen. Oder es wird beim Backen werden die hervorgerufen. Ihr seht es auch da schön durchs Falten. Also man sieht jetzt das ein bisschen, aber nicht mehr zu sehr. Ich tue mir den jetzt ein wenig ausrollen. Ich zeige euch jetzt nämlich, wie ich mir den aufhebe. Weil wir dann uns den eigentlich ganz gerne vorbereiten und machen eben dann was draus, wenn ich ihn brauche. Also man natürlich nicht jetzt da 5 Wochen vorher, aber so wenn ich sage, okay, aufs Wochenende zu möchte ich was mit Blätterteig machen, dann könnt ihr euch den gern vorbereiten und habt es dann so 2-3 Tage vorher oder so und habt es dann an dem Tag, wo ihr das benötigt, habt euren eigenen selbstgemachten Blätterteig. So, und ich persönlich finde ja, ihr kennt ja das bestimmt, wie wenn ihr Blätterteig früher so gekauft habt, waren die ja immer so, sind die immer so in so einem Papier ein bisschen eingerollt und ihr nehmt sie dann daheim aus der Verpackung und rollt sie quasi aus. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine super coole Idee, eben um den Blätterteig natürlich auch so zu Hause aufzuheben. Weil wie sollte man es sonst machen? Ist irgendwie schwierig. Schaut, dass er relativ gleichmäßig ausgerollt ist. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig eigentlich. Einen Streifen schneide ich mir jetzt aber ab, weil den backt man nur mit euch. Wenn es eben jetzt da zum Beispiel so weit seid, dass ihr ihn hernimmt, dann backt tatsächlich bitte das Backrohr auf Ober-Unterhitze 200 Grad vorheizen. So, der ist jetzt schön ausgerollt. Ah, da ist er jetzt. Da schneide ich mir jetzt ein Stück runter. Ich mache mal so 2 so Streifen. Einmal links und einmal rechts. Dann haben wir gleich ein bisschen gerade abgeschnitten. Mit denen mache ich euch dann eine Kleinigkeit. Dann schauen wir uns das an, wie er eben nach dem Backen ausschaut. Und den, das tue ich mir jetzt eben so auf ein Butterbrotpapier oder Backpapier, das was ihr daheim habt. Ja, den muss ich mir jetzt aber anders drauflegen. Gebt es euch so rüber. Also er greift sich super an. Sollte jetzt aber natürlich wieder relativ rasch zurück in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach. Also ihr könnt es auch einfrieren und dann könnt ihr es auch mal bis zu einer Woche ungefähr könnt ihr dann schon auch aufheben im Gefrierfach. So, das kommt eben immer darauf an, wie ihr das gern vorbereiten möchtet. So, jetzt ist er da. So, ihr klappt euch da dieses kurze Teil da auf jeden Fall rein, damit er da zwischendrin quasi, dass er nicht anklebt. Das faltet euch da so drüber und dann rollt euch mit dem Backpapier die Rolle einfach ein. Und damit er euch dann nicht eintrocknet, links und rechts, nehmt nur Frischhaltefolie. Genau, und damit er euch eben nicht eintrocknet an den Rändern, nehmt ihr eben eine Frischhaltefolie da oben drüber, dass ihr da schön rechts und links die Enden abdeckt. Rollt es da nochmal ein. So, dreht die Enden zusammen. Und ihr habt euren eigenen, selbstgemachten, schnellen Blätterteig. Jetzt entweder wirklich vorsichtig wo schön in den Kühlschrank legen oder einfrieren, wie euch das lieber ist. Und dann bei Bedarf einfach beim Einfrieren schon am Vortag, am Abend in den Kühlschrank rauslegen, dass ich ihn schön auftauen kann. Oder einfach im Kühlschrank dann in 2-3 Tagen spätestens benutzen und verwenden, fertig machen. Und so könnt ihr euch euren Blätterteig vorbereiten. So, das ist eben jetzt unser Grundrezept. Wir zeigen euch dann natürlich mit dem Blätterteig in Zukunft garantiert noch ein paar Rezepte. Wir haben auch mal
einiges vor. Da kann man viel machen, von Quiche angefangen eben über Cremeschnitten oder diese Stangerl. Da drehen wir uns jetzt ein paar ein und dann mal einfach mit Sesam bestreuen. Genau, quirlzen schön, tatzen schön mit einem verquirlten Ei einstreichen. Das sorgt einfach auch für eine schöne Farbe und ein bisschen Glanz. Und dann könnt ihr ihn eigentlich so weiterverwenden. Ich tue mir den jetzt einmal in den Kühlschrank und nachher machen wir da weiter. So, wir haben da jetzt den, eben den Blätterteig. Ich tue immer nur so ein bisschen in die Länge ziehen. Nicht mehr allzu viel, aber doch da an den dickeren Stellen nochmal ein bisschen ausrollen. Dass er dann relativ gleichmäßig, also er muss auch relativ gleichmäßig sein, zwecks dem Backen natürlich. So, dann nehmt euch einen Dotter. Also nicht mit einem ganzen Ei verstreichen, bestreichen, sondern nehmt euch einen Dotter, den tut ihr mit ein bisschen Wasser anrühren. Einfach so ein bisschen verquirlen. Dann wird er eben schön flüssig. So, einen Pinsel. Dann haben wir da so ein, fürs Backen und so immer so ein bisschen eine Sesam-Salzmischung. Da machen wir uns jetzt da einfach ganz ruhig da so auf der Teigmatte weiterverarbeiten, das ist alles kein Problem. So, das darf ich jetzt da bestreuen. Ihr könnt das auch mit geriebenem Parmesan oder mit Knoblauch einstreichen und einrollen. Dann habt ihr Knoblauchblätterteigstangen mit Pesto. Also da könnt ihr euch komplett austoben. Ihr könnt es auch einfach, wenn ihr sagt, ihr hättet es ganz gerne in einer Suppe, passt da auch, wenn ihr einfach nur rein den Blätterteig ein bisschen mit Ei einstreicht, eindrehen und aufs Backblech legen. Und dann werden die auch total lecker. Das ist immer zu Suppen ganz gut. So im Sommer überhaupt, wenn man nicht wirklich jetzt ein Brot oder so unbedingt was dazu mag. Genau, und dann dreht sich den einfach so ein bisschen ein. Es sieht man einfach jetzt schon, er wird ein bisschen weich. Das ist eben jetzt nicht ideal. So ein bisschen eindrehen, dann braucht man natürlich dann noch ein Backblech. So. Aber es zahlt sich alles aus. Es zahlt sich das Ei auf den Fingern aus, es zahlt sich die Arbeit aus, die man sich antut, weil es einfach was anderes ist wie gekaufte Blätterteig. Ist so. So, so, ich habe dem jetzt mein Backblech, da tue ich mir diese Sesamkringel da drauf. Ich kann mir die Enden nur mal ein bisschen eindrehen. So. Dann eben nur mal mit Ei da leicht drüber. Mit dem Dotter. Und jetzt einfach für bei den kleineren Gebäcksorten ca. 10-12 Minuten einfach ein bisschen beobachten. Braucht der jetzt, wenn ihr was Größeres habt, darf er schon 20 Minuten im Backrohr sein bei 200 Grad. Und wir hauen die jetzt rein und schauen, was passiert. Dann seht ihr gleich, seht ihr unsere Backprobe mit dem Blätterteig. Gell? Also, nach ca. 10 Minuten, also unsere waren jetzt gute 10 Minuten im Ofen, haben wir diese Stangerl. Und es riecht schon total gut nach Blätterteig im Haus. Also die Küche duftet. Und ich tue euch da jetzt eins einmal auseinander. Ihr seht, er hat auch wirklich diese Struktur. Also man sieht wirklich, ja, diese Blätterteigstruktur. Also wenn ihr das kennt beim Backen, der hat außen ganz eine eigene Textur oder Struktur. Wenn man dann anschaut, da ein paar Luftbläschen geschlagen. So, normalerweise, oh ja. Jetzt seht ihr, wie schön der da geblättert ist. Also ich weiß nicht, ich hoffe, ihr kennt es ein bisschen, aber er hat funktioniert. Er ist ihm jetzt nicht zart geworden oder so, ich zeige euch das da auch nochmal. Ja, er knackt auch richtig schön und riecht total gut. Richtig schön buttrig. Also, das ist unser
Blätterteiggebäck schnell, die schnelle Variante, weil der normale Blätterteig, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich mache nur diesen schnellen Teig, weil ich würde mir das nicht antun mit Ding und Butter rein wieder. Und also das wäre jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, vielleicht mal, wenn ich älter bin und vielleicht probiere ich es nochmal aus. Aber dadurch, dass der schnelle Blätterteig einfach wunderbar funktioniert und ihr seht, es schaut wunderschön aus und es ist ja in dem Fall kein Abstrich jetzt zum Gekauften oder zu diesem 100-mal geknetet, gefaltet mit Butter Blätterteig. Er ist echt, echt sehr schön geworden wieder mal. Freut mich. Ich wünsche euch jetzt beim Nachmachen ganz viel Spaß. Wie gesagt, wir werden euch auf jeden Fall ein paar Rezepte, wir werden ein paar Dinge mit dem Blätterteig auf jeden Fall noch machen. Ihr könnt dann dieses Grundrezept einfach immer für den Blätterteig selbst verwenden. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet irgendwie von uns einmal irgendwann was anderes machen, wo man Blätterteig verwenden, könnt ihr euch das Video zuerst einmal anschauen, könnt ihr vorbereiten. Und nach ein paar Mal könnt ihr ihn eh schon auswendig, weil es ist eben nicht so mega viel drinnen und der lässt sich auch von der Verarbeitung und vom Vorbereiten her ist es immer das Gleiche. Also ein paar Mal gemacht und ihr habt den Intus. Und dann könnt ihr den natürlich immer als Basis hernehmen, dieses Video, für alle weiteren Videos und Torten, Quiche und Cremeschnitten, was auch immer nur so kommen werden. Wir wünschen euch eben viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin einen wunderschönen Tag. Bye, bye.